Digitalisierung ist ja ein breites Feld und da stellt man sich die Frage, wo und welche Bereiche können digitalisiert werden oder automatisiert werden. Ich denke ja, wir haben sehr viele Themen und Arbeitsbereiche schon digitalisiert, angefangen vom Daten-Cash-Management, Vertragscontrolling, Buchhaltung natürlich, Jahresabschlusserstellung oder auch viele andere Themen, die insbesondere für unsere Kunden spannend sind, zum Beispiel Reporting. Viele der Immobiliengesellschaften wollen ihr Reporting in Excel-Sheets haben. Manche meiner Kollegen gehen dazu oder machen das heute noch so, dass sie praktisch die Zahlen aus der Buchhaltung händisch in die Excel-Sheets eintragen, fehlerbehaftet. Muss man nochmal anschauen, kostet Zeit, kostet Geld, das wird in der Regel nicht vom Kunden bezahlt. Wir lassen immer ein kleines Makro programmieren. Die Zahlen werden automatisiert in die Excel-Sheets und Reporting-Sheets übernommen. Damit habe ich auch gleich die Kontrolle, ist richtig gebucht worden. Und der Kunde kriegt das auf Knopfdruck. So, viele unserer Kunden sagen, wir wollen aber den Beleg nochmal haben oder jenen Beleg nochmal haben. Können Sie uns den ausdrucken? Können Sie uns den einscannen? Können Sie uns den zuschicken? Sag ich, ist nicht, machen wir nicht. Er soll auf die Plattform gehen. Auf der Plattform kann er den Beleg selbst suchen und kann den ausdrucken, kann ihn irgendwo anders abspeichern oder zu einem anderen Kunden schicken, etc. pp. Also wir versuchen auch unseren Kunden auf digitale Plattformen zu zwingen, damit das möglichst papierlos und effizient abläuft. Damit können wir relativ günstig unsere Servicedienstleistungen anbieten und damit können wir auch dem Kunden die Möglichkeit verschaffen, von außen zu kontrollieren, was tun wir denn da? Denn das war ja früher ein ganz schlagkräftiges Argument gegen Auslagerung. Ich habe keine Kontrolle, meine Belege sind weg, ich weiß nicht, was ist auf der Bank, was passiert auf der Bank, wie werden Property Management Sheets eingelesen, etc. pp. Wir gehen das im Onboarding, gehen wir die gesamte Struktur mit dem Kunden durch. Wir zeigen ihm genau, wo er Zugriff hat auf die Belege, wie er Zugriff hat auf die Belege, sodass eigentlich mangelnde Kontrolle auch beim Kunden nicht mehr das Thema sein sollte.